So einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße alle ganz herzlich heute zum Devisenradar am Mittwoch, den 7.6.2017. Der ein oder andere wird sich jetzt verwundert die Ohren reiben und sich die Frage stellen, warum er meine Stimme hört und nicht die Stimme von Chris Kämmerer, der normalerweise dieses Format hält. Das hat damit zu tun, dass der Chris heute einen privaten Termin hat und infolgedessen mich gebeten hat, doch bitte dieses Event hier zu übernehmen. Und ja, das habe ich natürlich liebend gerne getan, denn wenn nicht einen Tag vor einer ziemlich spannenden Notenbankentscheidung seitens der EZB, der ein oder andere, der sich jetzt heute mal den Devisenmarkt so ein bisschen betrachtet hat, dem wird aufgefallen sein, da gab es besonders in diversen Euro-Crosses dann doch einiges an Volatilität. Und das hat auch damit zu tun, was dort aktuell für eine Haltung gegenüber der EZB, Querstrich gegenüber Mario Draghi und seiner Rhetorik dann auf der morgigen Pressekonferenz erwartet wird. Ich habe hier etwas vorbereitet mit dieser kleinen Präsentation, durch die wir uns mal so ein bisschen durchklicken wollen. Der ein oder andere kennt das schon. Wenn ich solche Specials oder Spezialwebinare halte rund um EZB oder NFPs, dann bastle ich sehr, sehr gerne ein sogenanntes Szenarientableau. Und dieses Szenarientableau, das fängt eben einige Kursverläufe, die ich im Zusammenhang mit dem Euro erwarte, ein. Und in der Tat muss man sagen, ist es ganz wichtig, sich aktuell die Positionierung mal der Marktteilnehmer zu betrachten. Wir schauen zwar nur in Anführungsstrichen auf den Commitment of Traders Report und somit auf die Positionierung im Euro Future in diesem Zusammenhang, aber nichtsdestotrotz schauen wir immerhin auf, ja, roundabout, aufgerundet, ganz großzügig 10% des global gehandelten, täglich gehandelten Devisenvolumens, wenn wir auf den Future schauen. Das ist eine relativ gute Indikation, wie der Markt sich aktuell präsentiert. Es hat ja eigentlich eine relativ deutliche Richtung im Zusammenhang mit Bias gegeben, wie sich die Marktteilnehmer positioniert haben im Laufe der letzten Tage, Wochen, Monate. Und zwar sind wir von ziemlich sehr aggressiv netto short. Zeitweise waren wir bei weit über 200.000 Kontrakten. Ich gehe jetzt übrigens ganz bewusst nicht hier von 2015 aus. Also das war kurz dann nach der Auflage des QE-Programms seitens der EZB damals im März und so weiter und so weiter. Infolge derer auch der Euro zum US-Dollar hier sehr, sehr stark unter Druck geraten ist und im Tief damals fast im Bereich um 0,4 gehandelt wurde, welches wir dann Anfang diesen Jahres nochmal angelaufen sind, dieses Tief. Sondern wir arbeiten mal mit den Sentimentständen hier von Ende 2016, Anfang 2017. Wir waren bei roundabout 130.000 Kontrakten netto short. Um mal ganz kurz das gegenständige Volumen da auszurechnen, ein Kontrakt, eine Größe von 125.000 US-Dollar. Das bedeutet also, wir haben in dem Zusammenhang eine netto short Positionierung im Euro-Future gesehen von roundabout 1,6 Milliarden Euro. Entschuldigung, US-Dollar. Und das ist jetzt erstmal, ja, das ist erstmal eine beeindruckende Zahl, dass man sagt, wow, ja, Moment. Ist das überhaupt richtig? 16 Milliarden, nicht 1,6, 16 Milliarden, Verzeihung. 10 hoch 10, nicht 10 hoch 9. Oder? Sind es 16 Milliarden? Jetzt muss ich mal kurz rechnen. 16, 1,6, eigentlich egal. Auf jeden Fall irgendwas im Milliardenbereich. Netto Short, so. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich habe jetzt gerade eben so ein bisschen gerade einen Knick in meinen Gedanken. Ja, und mit so vielen Nullen. Da bin ich in der Tat noch nicht, leider noch nicht, leider Gottes noch nicht tagtäglich konfrontiert. Vielleicht kommt das ja mal eines Tages. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir hier eine verhältnismäßig große Short-Positionierung eben sehen, aber in Relation zu dem täglich gehandelten Devisenvolumen eben immer noch verhältnismäßig wenig. Wie gesagt, das, was hier abgebildet wird, ist eine reine Indikation, wenn wir uns einfach nur den Euro-Future betrachten. Aber nun ist es eben ganz klar so, man hat eine relativ klare Haltung gehabt, die Short-Positionierung zu Beginn des Jahres und auch die Attacke hier auf die 1,04er-Region nochmal, der kurze Rutsch auch darunter zu Beginn des Jahres, der ist im Euro auf eine ganz klare, oder im Euro-US-Dollar an der Stelle, auf eine ganz klare Haltung zurückzuführen gewesen. Und zwar nämlich auf jene, dass man seitens der Trump-Administration fiskalpolitische Stimuli erwartet hat, die eben, oder auch Border Tax und dergleichen, also das heißt Strafzölle und dergleichen, die halt ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Inflationserwartung hier angezogen ist in den USA, dass man seitens der Fed einen relativ restriktiven geldpolitischen Kurs erwartet hat, dass die Zinsanhebungen auf den Weg bringen, ja, und parallel hierzu eben die EZB weiter die Geldschleusen zumindest aufmacht oder auflässt, nicht unbedingt weiter aufmacht, aber zumindest mal bei
80 Milliarden Euro eben verharren lässt, im Gegenwert dessen pro Monat eben Anleihen aufgekauft werden sollen. So, jetzt hat man das bereits reduziert auf 60 Milliarden ab April bis Dezember. Das ist schon mal ein überraschender Schritt damals gewesen, der verhältnismäßig restriktiv zu werden ist. Also wir kaufen immer noch im Gegenwert von 60 Milliarden pro Monat Anleihen auf, oder die EZB kauft das noch auf in diesem Zusammenhang. Die Zinsniveaus in der südeuropäischen Peripherie sind weiterhin jenseits von Gut und Böse im absoluten Nullbereich. Also im Grunde genommen völlig unattraktiv, Euro-Long zu sein, sondern tendenziell eher den Euro als Finanzierungsvehikel zum Beispiel für Rendite-Trades oder Carry-Trades eben in Betracht zu ziehen. Und so, jetzt ist es dann eben dennoch so, dass der Markt hier eine etwas expansivere Haltung seitens der EZB auf jeden Fall erwartet hat. Plus, was eben auch eine Rolle spielt, ganz klar, wir haben, ich nenne es jetzt mal schon fast Superwahl, ja, was uns, was auf der Agenda steht, stand, muss man mittlerweile sagen, denn das Hauptwahlevent diesen Jahres, nämlich die Wahl in Frankreich, ist bereits durch und der Super-GAU ist ausgeblieben. Marine Le Pen hat nicht die Mehrheit bekommen, ist nicht die neue französische Präsidentin, sondern es hat eine mehr oder minder Allianz gegeben, infolge derer der Emmanuel Macron neuer französischer Präsident geworden ist. Der Euro hat seit im Grunde genommen schon Ende April begonnen massiv zuzulegen. Er hat eine starke Nachfrage gesehen, die eben dann auch sich darin niedergeschlagen hat, dass wir hier im Euro-Future eben und in der Positionierung entsprechend einen Switch zu sehen bekommen haben, der auf 3,5 Jahreshochs gelaufen ist. Parallel hierzu kam eine relativ klare Rhetorik auch immer wieder auf, dass eben zum Beispiel auf den mal über den Ether ging, dass es hieß, naja, vielleicht macht man das auch ein bisschen anders als die Fed damals mit der Anhebung von Zinsen. Man könnte durchaus ja die Anleiheaufkäufe laufen lassen und parallel dazu schon Zinsen anheben. Das war eine Äußerung von Ewald Nowotny zum Beispiel. Die hat er getätigt. Lass mich lügen, ich glaube, das war im März, Mitte, Ende März ungefähr. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich zu dem Zeitpunkt eine Euro-Pfund-Short-Position hatte. Und das war just in dem Moment, als ich getriggert wurde, eine Meldung, die 20 Minuten später über den Ticker lief und die erstmal meine Position hat gegen mich laufen lassen. Der Trade ist dann super noch ins Laufen gekommen und ich habe einen schönen Profit darauf generieren können, aber nichtsdestotrotz ist es so gewesen, dass das erstmal so ein, ja, musste das jetzt sein, wo man nach sich gezogen hat. Da hätte ich mir auch nochmal durchaus sparen können oder hätte mir noch vorstellen können, dass ich vielleicht in Entry, den Phil erst später bekomme, weil es dann doch mental ein bisschen angenehmer ist, einen Trade zu sehen, der sofort ins Laufen kommt, wie man sicherlich nachvollziehen können wird. Fakt ist auf jeden Fall, und darum soll es jetzt im Zusammenhang mit der EZB morgen gehen, wir haben eine relativ klare Haltung seitens des Marktes. Es wurde dann auch thematisiert, dass zum Beispiel Jens Weidmann Mario Draghi beerbt als EZB-Präsident. Bedeutet etwas anders. Jens Weidmann ist bekannt als einer der restriktivsten Charaktere im EZB-Gremium, was natürlich dann auch schon eine entsprechende Haltung eben nach sich gezogen hat seitens der Marktteilnehmer, die jetzt gedacht haben, oh, das könnte da dann schon ein deutlicher Hinweis, ein Wink mit dem Zaunfall sein, dass eben seitens der EZB hier in Zukunft restriktiverer Kurs eben angeschlagen wird. Und all das hat eben dazu geführt, dass der Euro, wie gesagt, eine verstärkte Nachfrage gesehen hat, die ihn dann relativ deutlich auf die höchsten Netto-Long-Stände seit 2000 und, ich glaube, 14 ist es mittlerweile dann sogar, 2013 glaube ich sogar, eben getrieben hat. So, und jetzt passiert Folgendes. Der Markt hat entsprechend natürlich schon vieles eingepreist. Ja, hat vieles eingepreist. Was wiederum dann schnell die Überlegung zulässt, da könnte es doch mindestens zu einem sogenannten Buy the Rumors, Sell the Facts kommen. Und die Chancen darauf sind seit heute früh massiv gestiegen. Bevor wir jetzt gleich nämlich auf die einzelnen Verläufe mal eingehen, möchte ich in dem Zusammenhang gerne mal auf etwas verweisen, was ich hier schon vorbereitet habe, nämlich auf einige Retweets meinerseits. Und zwar, erstens heute früh, ECB said to cut inflation forecast to around 1.5% through 2019. Und etwas anders, EURUSD tumbles after ECB said to cut inflation forecast in a dovish move, pushing back rate hikes and taper. Also anders formuliert, die Reduktion des des Inflationsausblickes beispielsweise oder ganz besonders auch durch immer noch einen gedämpften, durch eine gedämpfte Erwartungshaltung bezüglich der Rohstoffpreisentwicklung, sorgt dafür, dass wir aktuell eben ja, eine Wette sehen, die der Markt offenkundig eingegangen ist. Also das ist nicht etwas, das wir uns aus den Fingern saugen, sondern was man sich hier eben im Commitment of Traders Report erkennen kann und welche offensichtlich nicht mehr
in der Form vielleicht gerechtfertigt ist und wir uns darauf einstellen sollten, dass am morgigen Tag hier in der Tat dann entsprechend eine Rhetorik uns trifft, überrascht, in Anführungsstrichen überrascht, die eben darauf hindeutet, dass es eben doch keine zeitnahe Reduktion der Anleiheaufkäufe gibt oder weitere Reduktionen, zeitnahe Zinsanhebung gibt. Also Taper ist die Reduktion der Anleiheaufkäufe. Und ja, also Fakt ist in diesem Zusammenhang, ich muss mal ganz kurz, ich sehe es hier ganz kurz, ich gebe nochmal kurz einen Registrierungslink, Link kopieren, Link in einem neuen Tab öffnen. Ich sehe gerade hier auf dem Guidance-Stream eine Frage. Findet auf GoToWebinar statt, Registrierung unter. So. Inflation, also genau, das deutet darauf hin, dass eben diese hawkische Haltung, die seitens des Marktes antizipiert wird, vorweggenommen wird, dass diese eben morgen sehr, sehr unwahrscheinlich kommuniziert wird. Wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich kommuniziert wird. Und das hat dann auch entsprechend heute schon bereits zu einer Entwicklung geführt, beispielsweise, ich habe hier den euro-kanadischen Dollar, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Sehr interessant übrigens, die Gegenbewegung aktuell. Sondern der Kursverlauf im Euro-US-Dollar lässt im Grunde genommen nur einen Schluss zu. Wir sind recht scharf abverkauft worden, von 12,70 ungefähr, tief bis auf die 1,12er-Marke. Und die sind wir nicht gefallen, aber diesen Bereich konnten wir dann, ja, den haben wir hart verteidigen können aktuell und sind von dort ein wenig abgeprallt. Aber alles in allem, die Reaktion ist relativ deutlich gewesen. Und sagen wir es mal so, das ist jetzt ein Stundenchart im Euro-US-Dollar, das fängt an relativ topisch auszuschauen. Und Rücksetzer hier gegen diese Region, so um 12,40, 12,50 eventuell, sind schon im Euro-US-Dollar vielleicht keine so schlechte Idee, mal über aggressive antizyklische Shorts nachzudenken. Antizyklisch warum? Nun, dieser Aufbau von Long-Positionierung oder von Long-Positionen im Euro-US-Dollar, der ist ja offenkundig, wir haben das Macron-Gap, welches bis jetzt noch nicht geschlossen worden ist, was geschlossen würde mit einem Rücklauf in Richtung der und unter die 1,08er-Marke. Und es könnten tatsächlich schärfere Abschläge hier im Euro-US-Dollar die Folge sein. Das Problem im US-Dollar ist aktuell allerdings, dass der trotz der Tatsache, dass wir nächste Woche Mittwoch wiederum erwarten sollten, dass die Fed an der Zinsschraube dreht, eine sehr, sehr schwache, durchwachsene Performance zu sehen bekommen. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir dass wir in dem Zusammenhang vielleicht nicht unbedingt den US-Dollar als erste Wahl wählen sollten, gegen den wir hier den Euro eben verkaufen, wobei dennoch natürlich hingewiesen werden sollte, nochmal Stichwort 1,08, auch ein anderer Chart, ist ein bisschen Vorsicht zu genießen, ich habe hier schon andere Charts gesehen, auch bezüglich der Zinsdifferenziale, zum Beispiel für den kanadischen Dollar, ist auch nicht aufgegangen. Deswegen, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Aber hier ist es tatsächlich so, ist ein ganz interessanter Hinweis, nämlich das Zinsdifferenzial zwischen US- und Euro-Schuldtiteln. Das suggeriert hier ein Euro-US-Dollar-Wechselkursverhältnis eigentlich um 1,08. Also wir sehen normalerweise sind die weiße und die blaue Linie, wo die blaue Linie den Euro-US-Dollar eben kennzeichnet. Und die weiße Linie, das Zinsdifferenzial, an der Stelle 10-jähriger europäischer, wahrscheinlich aggregierter europäischer Bonds und im US-amerikanischer Bonds einfängt. Das ist normalerweise stark positiv zueinander korreliert. Warum? Naja, normalerweise ist es so, dass die Währung bei gleicher Bonität, Annahme von gleicher Bonität, dass die Währung dann in diesem Zusammenhang favorisiert wird, die ein höheres Zinsniveau abwirft und es Kapitalzuflüsse gibt in diese, während dann über eine entsprechende Short-Position in der anderen Währung solch ein Trade finanziert würde. Und das ist eben genau das, was dann in diesem Zusammenhang zeigt, dass es hier zu einer Divergenz gekommen ist, zu einer ziemlich massiven Divergenz und dass es eben tatsächlich hier vielleicht sogar einen scharfen Rücksetzer geben könnte im Euro-US-Dollar. Wie gesagt, das Problem, was ich hier im Euro-US-Dollar sehe, ist, dass der US-Dollar sich gerade relativ schwach präsentiert. Also ich bin kein Fan vom US-Dollar aktuell, das ist ganz anders als noch zu Beginn des Jahres. Und selbst wenn es zu solch einem Lauf käme, ist man vielleicht im Euro-US-Dollar dann nicht unbedingt am besten bedient, sondern es finden sich andere sehr, sehr attraktive Währungspaare, zum Beispiel den euro-kanadischen Dollar oder auch zum Beispiel den aktuell aufbegehrenden Austral-Dollar als Long
Pendant zu einem Euro-Short, also das heißt Euro-Austral-Dollar-Short. Und genau darauf wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen zu sprechen kommen, auf diese Währung eben entsprechend, also Euro-Kanadischer Dollar, Euro-Austral-Dollar, Euro-US-Dollar. Wie gesagt, nutzen wir aus analysetechnischer Sicht und ausgehend von der Tiefe des US-Dollars, den der schlichtweg einfach mal hat. Aber wir wollen uns an dieser Stelle nicht auf den Euro-US-Dollar fokussieren, weil ich irgendwie nicht glaube, dass der ein Outperformance-Potenzial tatsächlich besitzt. So, Fakt ist also, wir haben einen starken Zulauf in den Euro zu sehen bekommen. Und dieser Zulauf, der fußt auf der Überlegung, dass man seitens der EZB morgen eine relativ expansive Haltung, Entschuldigung, eine restriktive Haltung, Verzeihung, bringt, bedeutet alles, was von dieser restriktiven Haltung abweicht, und das war heute schon eigentlich ein Wink mit dem Zaunpfahl, dieses Gerücht, dass der Inflationsausblick da reduziert wird, das ist eben dann etwas, was den Euro stark unter Druck geraten lassen könnte, denn das würde diese Marktteilnehmer, die hier auf Euro Long gesetzt haben, nachweislich, auf dem falschen Fuß erwischen. So. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier so ein EZB-Szenarientableau erstellt, drei verschiedene Szenarien, und habe die mit dovish, neutral und hawkisch bezeichnet. Das sieht man hier oben. Ja, dovish ist das, was wir jetzt haben. Es bleibt alles beim Alten. Bedeutet, es gibt keine Anpassung der Zinsniveaus, es wird keine Zinsreduktion geben, Leitzinssenkung, es wird keine Änderung der Einlagenfazilität geben, des unteren Zinsbandes, welches ja im erweiterten Sinne darüber befindet, bis zu welcher Grenze die EZB Anleihen kaufen darf, wobei das ja schon zwischen den Zeilen ausgehebelt wurde auf einen der letzten Sitzungen, ich weiß gar nicht, im Dezember, glaube ich, war es. Das bedeutet also, es bleibt alles beim Alten, aber Draghi unterstreicht auf der Pressekonferenz, auf der PK ab 14:30 Uhr, dass weiter ein außergewöhnliches Maß an geldpolitischer Unterstützung einschließlich der sogenannten Forward Guidance nötig ist. Das ist der O-Ton, den er damals in Brüssel gewählt hat. Also damals in Brüssel heißt letzte Woche Montag. Ja, das ist dann tatsächlich in meinen Augen das wahrscheinlichste Szenario. Ich würde dem aktuellen Wahrscheinlichkeit von den dann noch weiter formulierten Szenarien von 60% zugestehen. Und das ist in meinen Augen ganz klar euro-bearish, denn es ist eben in diesem Zusammenhang so, dass der Markt dann ganz klar auf dem falschen Fuß erwischt würde. Und in diesem Zusammenhang ist mein Favorit eben für solch einen aggressiven Short gegen die Hochs, gegen diesen Lauf, den wir im Euro zu sehen bekommen haben, den Euro-Cut. Im aktuellen Marktumfeld, ausgehend von der Stärke, die der Austral-Dollar seit Wochenbeginn zeigt, aber auch der Austral-Dollar, also Euro-Austral-Dollar dann entsprechend Short. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich musste das gerade vor dem Webinar tatsächlich hier noch ein bisschen anpassen, denn ich hatte hier die 51, also den Break der 51 thematisiert, dann schauen wir einfach mal von da. Ich habe nicht damit gerechnet, dass solch eine Meldung bereits jetzt vor der EZB morgen kommuniziert wird. Das bedeutet etwas anders, den aktuellen Rücksetzer in dem Bereich um 51, 51,30, der jetzt derzeit stattfindet, ist tatsächlich schon das Testen des potenziellen Short-Trigger-Niveaus, welches man in Betracht ziehen könnte, mit Stop oberhalb der Hochs von vorheriger Woche, glaube ich, um 52,60. Euro-Austral-Dollar sieht ein bisschen anders aus. Der ist jetzt unter die 49 bereits gelaufen. Ich würde mir auch hier wünschen, ich würde jetzt nicht in diese Schwäche, in diesen heutigen Lauf, der ist ja über 200 Pips gelaufen teilweise, also über 1% abgewertet. Ich würde nicht diesen jetzt verkaufen wollen, sondern auch hier ein Retracement abwarten wollen. Also nochmal in Richtung vielleicht über die 1,49er Marke. Und das sieht dann, Moment, ich hole jetzt hier nochmal ein Bild drauf. Das sieht dann quasi wie folgt aus. Euro Cut ist der Kollege hier. Ja, wir sehen auch hier der Kampf mit der 52er Region. Dass wir in diese, das ist jetzt die Stundenbasis, ja, dass wir halt in diese Sequenz jetzt fallender Hochs, fallender Tiefs und das Unterschreiten hier durch diese Meldung der 50er Marke, Entschuldigung, 51er Marke, dass wir eben solch einen Rücksetzer in diesem Bereich der alten Tiefs um 51,30 Short handeln mit einem Stop oberhalb der Hochs. Ich habe in der Tat schon eine Order in den Markt gelegt gehabt, also der eine oder andere, der hat es vielleicht mitverfolgt. Ich ziehe das mal kurz hier rein. Man findet in der Trading-Chatbox bei mir auf dem Guidance-Stream, findet man auch das Setup hier, was ich da formuliert habe für den euro-kanadischen Dollar. Entry Short 51,30, Stop 52,60 sind 130 Pips Risk und dann das Ziel um die 1,46er Region. Also ich habe hier auch vor, ein bisschen eine längere Position vielleicht zu halten und gehe davon aus, dass wir auch ein scharfes Rückschlagspotenzial im Euro-Cut tatsächlich haben.
Das wäre entsprechend das Setup, den Short-Trigger Euro-Austral-Dollar. Das machen wir gleich noch separat, denn ich möchte jetzt erstmal ganz kurz noch thematisieren, warum sehe ich eigentlich im Euro-Kanadischen Dollar so ein starkes Rückschlagspotenzial? Ich meine, ich könnte jetzt natürlich hier argumentieren und sagen, naja, schauen wir mal ganz kurz. Nochmal, ich habe die Order, habe ich wieder gelöscht. Also ich hatte die noch drin stehen. Ich bin mir jetzt aktuell nicht mehr ganz sicher, ob ich den jetzt sofort shorten will oder ob ich nicht tatsächlich die Order erst morgen rund um die EZB in den Markt lege. Also das hat auch damit zu tun, ich hatte, wie gesagt, also dieses Setup habe ich geschrieben gehabt und ich hatte parallel die Order im Markt gelegt gehabt und dann kommt es hier zu einer Gegenbewegung. Und wenn man euro-kanadischen Dollar mal ein bisschen beobachtet hat, und es wäre nicht der erste Trade-Euro-Cut, den ich jetzt hier short trade, sondern ich hatte ja schon Euro-Cut, übrigens auch das Euro-Cut Short, Entschuldigung, Stundenbasis, ich hatte ja schon mal ein Euro-Cut Short aus der aktuellen Region. Das war, kurzen Augenblick, ich scroll mal ein bisschen hier rüber, das war der Break hier auf der Unterseite. Ja, den habe ich da schon geschortet gehabt. Da hatte ich dann bis hier mein Risiko auch verdient gehabt. Ich hatte den Short auf den Weg gebracht, hier schon, ich glaube, kurz bevor da die BOC damals am 25., 24., 5. sich geäußert hatte, Stop oberhalb der Hochs, hatte hier das Risiko verdient und bin dann in diese Gegenbewegung und im Vorstoß nochmal auf höhere Hochs, bin ich ausgestoppt worden. Und das ist aktuell die ungefähre gleiche Region, aber ich habe eben aktuell zumindest mal ein Gefühl für den Euro-Cut. Also ich habe so eine Idee, wie der sich verhält. Und das ist eine ziemliche Zicke manchmal, so formuliere ich das mal. Also und da muss ich sagen, da bin ich derzeit noch so ein bisschen vorsichtig. Was mich eben dazu bewegt, jetzt aktuell lieber diese Order nochmal rauszunehmen, mir das Treiben nochmal anzuschauen, wäre auch nicht überraschend, wenn wir jetzt tatsächlich hier nochmal drüber laufen, vielleicht sogar nochmal über die 52er-Marke spiken. Kann durchaus sein, dass der Markt morgen dass Draghi sich vielleicht neutral hält und dass der Euro zunächst einmal nochmal Nachfrage findet, die den Euro nochmal aufbegehren lassen oder so einen letzten kleinen Blow-off vielleicht geben, den Euro nochmal in Richtung auch der 52er-Region schieben, um dann von dort eben abzukippen. Das ist übrigens ein Szenario, was ich im erweiterten Sinne auch eingefangen habe, tatsächlich für eine hawkische Haltung. Es muss aber nicht auf eine hawkische Haltung sein. Also es kann durchaus sein, dass das Marktumfeld morgen, das Austrocknen auch der Liquidität rund um dieses Event, weil es so spannend ist, dazu führt, dass der Euro interessante Bewegung macht, die im ersten Moment nach der Maßgabe, so wie Sie es gerade aufziehen, nicht wenig Sinn machen oder zumindest mal erstmal ein bisschen seltsam anmuten. Man muss sich immer Folgendes vor Augen führen: Der Markt, besonders wenn Liquidität austrocknet, strebt zu dem Punkt, wo er ein Höchstmaß an Angebot und Nachfrage zusammenführen kann. Das sind Bereiche zum Beispiel, wo Stops liegen. Ja, das wäre auf der Stunde jetzt der Bereich um 52, eventuell gibt es auch einen Spike hier über die 52,60er Marke, also das heißt nochmal über diese Hochs. Das ist also durchaus etwas, was in Betracht gezogen werden musste und wo ich halt jetzt aktuell sage, vielleicht diese Order ist legitim, ich könnte sie in den Markt legen, ich will aber derzeit einfach mir die Freiheit rausnehmen und diskretionär, konservativ genug sein, einfach hier vielleicht dann die EZB auch morgen abzuwarten, denn wie gesagt, das kann eine ziemlich interessante Angelegenheit werden. Wir sollten uns auch nie vergessen, nochmal, nicht nur der Euro ist aktuell ziemlich long, sondern jetzt kommen wir nämlich zum Euro-Cut. Warum eigentlich Euro-Cut? Wie gesagt, das wollte ich ja eigentlich hier gerade hauptsächlich, das habe ich jetzt lange eingeleitet, zeigen. Ich zeige euch mal ganz kurz die Commitment of Traders Report Daten für den kanadischen Dollar. Der kanadische Dollar, der wird ja hier ebenfalls gegenüber dem US-Dollar gerechnet. Und diese Seite hier, timingcharts.com, die macht das relativ schön. Da musst du nämlich nur auf COT klicken und dann kriegst du die aktuelle Positionierung der Großspekulanten. Man kann es hier schon sehen, die grünfarbene Linie ist die Linie, die uns interessiert. Das sind die Großspekulanten, die aktuell kanadischen Dollar aggressiv short positioniert sind. Und wenn wir jetzt das mal ganz aggressiv zusammenstauchen. Für die letzten 20 Jahre, das dauert jetzt ein bisschen, man muss die Daten laden und dergleichen, dann werden wir aber sehen, so eine Short-Positionierung hat es vorher noch nie gegeben. Also das ist eine Short-Positionierung im kanadischen Dollar hier, die vielleicht mal in ähnlicher Form hier aufgetreten ist. Wir sehen übrigens, was damals passiert ist. Das war 2007 im Januar, was dann anschließend passiert ist. Der kanadische Dollar ist massiv angezogen. Die Verhältnismäßigkeiten damals waren natürlich etwas anders, auch durch eben die Finanzkrise, die dann losbrach und dergleichen. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, dass man das jetzt hier nicht überbewertet. Aber Fakt ist auf jeden Fall, so eine Short-Positionierung hat es noch nie zuvor in der Historie gegeben. Zumindest nicht in den letzten 20 Jahren im kanadischen Dollar. Und jetzt ist es eben entsprechend so, es gibt sicherlich eine gute Begründung dafür, warum das so ist. Da müssen wir jetzt dann mal einen kurzen Blick nach Kanada werfen, wenn wir eine Housing Bubble zum Beispiel dort identifizieren. Also das bedeutet eine riesengroße Blase am Immobilienmarkt, die sich dort aufgetan hat. Wir haben eine relativ
geldpolitisch großzügig agierende kanadische Notenbank. Wir haben parallel dazu einen Ölpreis. Kanada ist recht stark abhängig von der Rohstoffpreisentwicklung, besonders der Ölpreisentwicklung. Also ein Fall oder einen unter Druck geratenen Ölpreis, der den kanadischen Dollar belastet und dergleichen. Und da sieht man natürlich jetzt die Gefahr, dass diese Housing Bubble, besonders wenn sich die kanadische Notenbank zu restriktiv präsentiert, dass das natürlich platzen könnte. Und das ist was man vermeiden will, denn der Housing Sector, also der Immobiliensektor in den USA, ist Entschuldigung, in Kanada, ist natürlich jetzt ein sehr, sehr großer Contributor, ein großer Beitragslieferer, so nenne ich es mal, für eben für das kanadische BIP. Und das ist natürlich etwas, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, dass es dort zu einer Eskalation kommt. Deswegen ist eventuell diese Short-Positionierung eben gerechtfertigt. Auf der Kehrseite muss man aber eben auch sagen, es ist schon sehr stark extensiert und gemeinhin ist es eigentlich so, dass sich solche Sentiments zumindest teilweise mal zeitweise auflösen. Das muss nicht zwangsläufig in einer monstermäßigen Squeeze-Bewegung sich dann widerspiegeln und den kanadischen Dollar hier gegen Norden schießen lassen, respektive Dollar-Cut gegen Süden, respektive Euro-Cut. Aber es ist zumindest mal etwas, was eben berücksichtigt werden sollte. Der Markt ist relativ einseitig positioniert. Und wenn da ein Dominostein kippt, besteht ein riesengroßes Potenzial, dass es eben zu einem verhältnismäßig scharfen Abverkauf eben tatsächlich kommen könnte. Das kombinieren wir dann zum Beispiel hier mit technischen Indikatoren, ja, potenzielle bärische Divergenz, wir machen immer höhere Hochs. Wir sehen hier, allerdings werden diese Hochs nicht mehr bestätigt zum Beispiel, im klassischen 14er RSI, also ist nichts Besonderes, was wir uns hier betrachten. Und ja, Fakt ist einfach mal, wenn ich das kombiniere, dann habe ich einfach mal für morgen fundamental, technisch und sentimenttechnisch eine Konstellation, die im euro-kanadischen Dollar super spannend ist. Also Markt ist relativ aggressiv Euro long aktuell. Ich denke nicht gerechtfertigt. Er ist relativ aggressiv kanadischen Dollar short. Ob gerechtfertigt oder nicht, gut, das obliegt jetzt jeweils dem Betrachter. Ich würde aber zumindest mal sagen, das ist eine Short-Positionierung, die kurzzeitig mal das Potenzial hat, sich auch abzubauen. Und wir haben eben ein potenzielles Trigger-Event, nämlich wo die EZB entsprechend, den Euro zumindest scharf korrigieren lassen könnte. Kombiniere ich die alle drei, scheint mir ein Euro-Short, euro-kanadischer Dollar-Short, als durchaus interessant. Der Grundgedanke hinter diesem Trade übrigens, den hatte ich auch damals schon auf den Weg gebracht, und es hat sich an meiner ursprünglichen Einschätzung nichts geändert. Das heißt also etwas anders formuliert, das ist eigentlich ein Re-Entry, den ich jetzt gerade suche. Und das ist eben etwas, was ich definitiv hier auf dem Schirm habe, wo ich eben als potenziellen Triggerbereich erstmal diese Region hier identifiziert habe, um 51,30, wo wir dann mal schauen müssen, ob der Markt sich in diesen Gefilde vielleicht noch bewegt. Vielleicht gibt es ein kurzes Überschießen in diesem Bereich, dann könnte man auch überlegen, solch eine Übertreibung vielleicht zu shorten. Ja, Stops oberhalb der Hochs 52,60 und dann würde ich eben versuchen, Euro-Cut, sollte der Euro unter Druck geraten, würde ich versuchen, den Euro eben gegen den kanadischen Dollar zu shorten. So, Euro-Austral-Dollar als zweite Währung in dem Zusammenhang, ganz kurz zu erwähnen, also Austral-Dollar hat einen Riesenlauf hingelegt, ja, brauchen wir gar nicht drüber weiter reden. Wenn wir uns hier mal den US-Dollar zum Beispiel anschauen, wir sind über deutlich über die 75er-Marke zurückgelaufen. Euro-Austral-Dollar ganz besonders, will man schon fast sagen, da sind wir in den letzten Tagen schon bereits sehr stark unter Druck geraten. Auch da potenzielles Sentiment, was eine Rolle spielt. Auch da eine sehr interessante Konstellation. Euro haben wir. Jetzt, wenn wir mal einen Blick werfen auf den kanadischen Dollar, Entschuldigung, nicht auf den kanadischen, auf den australischen Dollar, da muss man sagen, der nimmt jetzt natürlich auch die letzten 20 Jahre. Wo er vielleicht mal die letzten, vielleicht 5, das sollte erstmal reichen nehmen. Wir sehen auch hier, wir haben kurz bevor wir, und das ist übrigens ein super interessanter, super spannender Bereich, also einer, den wir auch langfristig auf dem Schirm haben, also wer sich hier mit Währungsmärkten auseinandersetzt, Austral-Dollar, US-Dollar, der sollte diese Region hier um so 77, 77,30, 77,50 genauer beobachten. Ganz, ganz signifikanter Widerstandsbereich. Man könnte auch, wenn man jetzt ganz großzügig ist, zum Beispiel hier offensichtlich in Bodenbildung sehen, mit einer potenziellen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich vielleicht ausbildet. Und wenn wir diesen Bereich überwinden, dann denke ich, haben wir ein starkes Aufwertungspotenzial deutlich zurück über die 80er-Marke. Zwischenzeitlich hatte der Markt das eventuell auch zu aggressiv antizipiert. Wir waren relativ stark, auch hier Commitment of Traders Report, im Austral-Dollar-Long positioniert. Der Markt ist dann von hier recht hart abgeprallt. Da gab es eine lange ausgeprägte Schwächephase im Austral-Dollar. Da habe ich übrigens auch einen Long-Trade aufgesetzt gehabt, den ich leider gefilmt bekommen, der leider gefilmt wurde, wo ich dann hier einen Verlust realisieren musste.
Das war etwas ungünstig, ehrlich gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich da nicht long getriggert werde. Aber gut, so war es dann eben entsprechend. Wurde, wie gesagt, deutlich überkompensiert durch den Euro-Pfund-Short damals. Das war die Konstellation, die ich dort hatte. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass wir hier einen relativ scharfen Abbau, fast schon in den Netto-Short-Bereich, also plus minus null zu sehen bekommen haben, der Positionierung der Großspekulanten. Und auch das ist innerhalb kürzester Zeit passiert und zeigt, dass der Australdollar recht aggressiv eigentlich verkauft wurde, aus einer bestehenden Long-Position. Auch das kann man dahingehend interpretieren, in meinen Augen, dass man eigentlich zu aggressiv vielleicht den Australdollar aktuell verkauft hat. Und das sieht man aktuell eben auch, wenn man sich die Daten anschaut, jetzt zu Australien. Heute früh zum Beispiel BIP-Zahlen, die sind jetzt zwar unter der, also sie sind zeigen einen Wachstumsrückgang an, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir hier dennoch Daten zu sehen bekommen haben, die leicht oberhalb der Erwartung gelegen haben. Und der Australdollar, der konnte eben dann auch nach der Zinsentscheidung hier am letzten Dienstag, die jetzt stattgefunden hat, die relativ neutral war, aber was der Markt vielleicht dann auch positiv gewertet hat, weil man vielleicht erwartet hat, dass der Australdollar infolge dieser Sitzung hier oder dass diese Sitzung hervorbringt, dass da vielleicht eine expansivere Haltung sich manifestieren könnte. Es hat dann schon zu jetzt im ersten Eindecken zumindest von Shorts, respektive Wiederaufbau von Long-Positionen in meinen Augen im Australdollar geführt, was wir hier zu sehen bekommen haben. Also nicht nur im Australdollar, US-Dollar, sondern auch im Euro gegenüber dem Australdollar. Und diese Bewegung hier, die könnte sich auf der Unterseite eben noch deutlich beschleunigen in den kommenden Tagen. Euro-Australdollar ist ein gemeinhin bekanntes Währungspaar dafür, sehr, sehr trendstabil zu laufen. Also wirklich langgezogene Abwärtsbewegungen hier zu vollziehen. Und ja, jetzt ist es in dem Zusammenhang eben entsprechend so. Ich hatte die 49er-Region hier, hatte ich auf dem Schirm und ich hatte in der Folie, die ich gerade präsentiert habe, für heute eigentlich geschrieben gehabt, naja, Ziel ist eigentlich die ganze Geschichte, dass wir versuchen, einen Break hier dieser Region um 49, 49, 30 so zu antizipieren. Jetzt ist der Break allerdings hier schon auf den Weg gebracht worden. Also heute früh durch die BIP-Zahlen und dann durch diese Gerüchte rund um die EZB, die sich da breit gemacht haben. Und da sind wir schon unter diesem Bereich eben runtergerutscht. Ändert allerdings nichts an der Konstellation, dass ich gerne jetzt hier ein Retracement sehen wollen würde, welches uns zurückführt in diesen Bereich um die 49,50, gegen den ich dann mir den Euro-Australdollar ebenfalls Short vorstellen könnte und nach der gleichen Prämisse verfahre, wie eben sagen wir, mit dem Euro-Cut morgen mit der EZB, dass ich dann entsprechend mit einem Stop arbeiten würde, oberhalb der 52,30 und gegen diesen Bereich mich Short positioniere, in Erwartung, dass es dann auch zu Abschlägen reicht, die uns vielleicht sogar bis in den Bereich um 42 70, 43 führen. Also das heißt ebenfalls hier bis in den Bereich dieses Macron-Gaps und des Closes dieses Macron-Gaps eben führen. Durchaus denkbar, dass dort ebenfalls eine sehr ausgeprägte Abwärtsbewegung eben dann möglich wird. Auch hier Euro-Australdollar, Euro-Cut, auch Euro-US-Dollar, wenn man möchte, aber wie gesagt, ich finde derzeit den US-Dollar nicht ganz so attraktiv. Alle Short-Kandidaten, die ich jetzt hier präsentiert habe, sind Carry-Trade-Kandidaten. Das heißt also, ich kriege für das Halten einer Position über mehrere Tage, kriege ich eine Zinsgutschrift. Und etwas, was ich nicht unterschätzen würde. Es kann ziemlich teuer sein, einen Anti-Carry-Trade zu halten oder eine Währung zu kaufen, die niedrig verzinst ist und diese über eine höher verzinste Währung zu finanzieren. Euro-Australdollar in dem Zusammenhang in meinen Augen sehr, sehr attraktiv, auch aus der Perspektive. Und ja, also wenn ich eine Präferenzliste erstellen müsste mit den vorgestellten Währungen, wäre es Euro-CAD, Euro-Aussie und dann entsprechend Euro-US-Dollar. Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es auf jeden Fall so, dass ich den Euro-CAD wählen würde. Ganz besonders bei diesem doppischen Szenario eben entsprechend. So. Ganz besonders bei diesem doppischen Szenario, wo die EZB sich eben entsprechend bezüglich der hawkischen Rhetorik, die da größtenteils also eine hawkische Haltung, Moment, eine hawkische Haltung, die wir zu sehen bekommen haben durch die Positionierung, die dann nicht erfüllt wird und die Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. So rum, jetzt habe ich es. So, das ist also das doppelte Szenario. Nächstes Szenarientableau, neutral, alles bleibt beim Alten. Draghi hält sich bezüglich weiterer Details auf der PK ab 14:30 auch auf Nachfragen zum Beispiel der Journalisten bedeckt. Fällt mir ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, deswegen habe ich dem auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 30% zugestattet. Aber nichtsdestotrotz, also haben wir schon häufiger ja mal gesehen, erwartungsfroh in die EZB gestartet und dann hat es ein Mario Draghi, wo man sich dachte, ja, okay,
Und wenn er jetzt noch ein bisschen langweiliger antwortet, dann fällt er gleich vornüber und ist eingeschlafen. Ja, und die Journalisten gleich hinterher oder die Journalisten stellen auch Fragen manchmal, wo ich mir auch denke, ja, ist jetzt nicht so günstig. Also da könnte man noch ein bisschen aggressiver, da könnte man mal ein bisschen angriffslustiger agieren und mal ein bisschen versuchen, auch Informationen herauszukitzeln bezüglich der weiteren Haltung der EZB. Müssen wir diesbezüglich mal abwarten. Gesagt, ich gestehe ihm eine Möglichkeit zu, denn ich habe schon die eine oder andere EZB-Sitzung eben miterlebt, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit hierfür ist erstmal unter 50%. Fakt ist aber auf jeden Fall, und das ist eigentlich das, was uns interessiert, nämlich, wie würde der Euro darauf reagieren, auf solch eine neutrale Haltung, ich denke ebenfalls eher bearish, nämlich ausgehend von der Tatsache, dass der Markt eben, wie hier geschrieben, Euro Long ist. Und zwar relativ aggressiv Euro Long, wenn man sich mal den Commitment of Traders Report anschaut. Und dann ist es ebenfalls so, dass der Favorit eben der Euro Cut Short bleibt, ja, und eigentlich sich das Szenario ganz unwesentlich verändert hat. Also das dovische Szenario, das neutrale Szenario, das unterscheidet sich im Großen und Ganzen eigentlich primär dadurch, dass die Dynamik der Bewegung wahrscheinlich ein bisschen weniger brutal ausfällt, sag ich mal. Also das heißt, dass der Markt zwar im Falle einer neutralen Haltung ebenfalls sich short präsentiert, nach wie gerade auch geschilderten Szenarien, also im Falle zum Beispiel Euro-Cut, dass wir da eben dann nochmal in Richtung der heute markierten Tiefs laufen, deutlich unter die 51 fallen, vielleicht sogar in Richtung 50er-Marke rutschen, Euro-Austral-Dollar stärker unter Druck gerät und dergleichen. Aber dass eben die Dynamik bei einer dovischen Haltung stärker ist und dass vielleicht auch noch eine intraday-technisch stärkere Trendtendenz dann auszumachen ist, was ich jetzt zum Beispiel bei einer neutralen Haltung nicht unbedingt erwarten würde. Also ich würde zwar eine Dynamik erwarten, die dann so nach und nach ins Laufen käme durch die Eindeckung der Short-Szenarien das Short-Covering, was dann einsetzt vielleicht im Euro. Short-Covering ist es nicht, ist ein Long-Covering, also das Eindecken oder Auflösen wieder von bestehenden Long-Positionen, das dann länger gezogene Abwärtsbewegungen auf den Weg bringen könnte, die allerdings nicht besonders eben dynamisch verlaufen. Das ist vielleicht der einzige Unterschied, den ich hier zwischen der neutralen und der dovischen Haltung seitens der EZB eben entsprechend sehe. Spannender, wenn auch sehr unwahrscheinlich, wird es auf jeden Fall bei dem hawkischen Szenario. Da bleibt auch alles beim Alten, also bezüglich Anleiheaufkäufe, Zinsen und dergleichen, aber dennoch deutet Draghi, trotz dessen, dass er ja in Madrid auf diesem, ich nenne es jetzt mal Bankertreff, und auch trotz in seiner Rhetorik in Brüssel, überrascht Draghi dahingehend, dass er einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik nach Dezember 2017 ankündigt. Also zum Beispiel, dass er irgendwie, das könnte auch dann induziert werden durch eine Frage seitens eines Journalisten, dass er eine stückweite Reduktion ähnlich der FED zum Beispiel thematisiert. Also sprich, dass er hier vielleicht sagt, ja, also solche weiteren Reduktionen sind auf jeden Fall angedacht, auch deswegen, weil die Preisentwicklung trotz unseres gedämpften Inflationsausblickes, den wir eben haben, doch durchaus gerechtfertigt sind und wir vorsichtig sein müssen, dass es nicht zu einem zu aggressiven Overshoot oder ein zu aggressives Überschießen unseres Inflationsziels von 2% eben gibt oder dergleichen. Und eventuell, das wäre dann allerdings so noch ein i-Tüpfelchen für die, ich nenne sie jetzt mal Zinsfalken oder Eurofalken, dass er zudem Zinsanhebung vielleicht sogar vor Ende des QE-Programms ins Spiel bringt. Wahrscheinlichkeit hier für 10% hat auch damit zu tun, Draghi ist eben Italiener. Es wäre, glaube ich, für besonders Italien keine gute Idee. Solch eine Thematisierung, denn das würde auch Turbulenzen relativ zügig nach sich ziehen in den Zinstiteln, eben in der südeuropäischen Peripherie. Und ich bin da so sehr, sehr skeptisch. Also Draghi kann ich mir beim besten Willen nicht so vorstellen in seiner Rhetorik, dass er das zum Thema macht. Und dafür ist auch die Haltung eigentlich seitens der EZB selber ein bisschen zu noch zu dovisch einfach schlichtweg. Und jetzt kommt hinzu in diesem Zusammenhang, es ist bereits vieles im Euro eingepreist. Denn wir haben ja, wie gesagt, also diese Haltung der Großspekulanten, die kommt ja nicht von ungefähr. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier zurück. Das ist ja im Grunde genommen schon etwas, was der Markt schon bereits beginnt zu spielen. Bedeutet etwas anders formuliert, wir könnten auf solch eine Haltung eventuell zwar einen kurzen Spike zu sehen bekommen, kurzen Blow-off, relativ hohe Umverteilung, also dass der Euro zum US-Dollar, dass der Euro zum CAD, dass der Euro zum Austral-Dollar, eventuell ganz besonders zum US-Dollar wohlgemerkt, weil da haben wir ja gerade schon auf der Stunde gesehen, gibt es ja offensichtlich einen relativ starken Bereich.
hier, der sich da herauskristallisiert hat, um ungefähr 1,13, 1280, 13. Also sprich hier, könnte durchaus sein, dass wir da nochmal kurz drüber spiken. Nochmal, wenn du Volumen suchst, findest du das Volumen im Bereich der alten Hochs. Also das heißt, etwas anders formuliert, da werden relativ viele Stops liegen. Von Shorts oder eventuell wird dann auch der ein oder andere in solch einem Break über die 13er Marke nochmal kaufen. Man sollte auch nicht unterschätzen, das ist jetzt aktuell signifikant, das ist aber auch längerfristig signifikant. Wenn man sich vor Augen führt, das ist eine Region, die auch mal hier bei diesen Trumpschen Übertreibungshochs am 9.11. angelaufen war. Und das bedeutet etwas anders formuliert, das könnte durchaus mal so einen kurzen Spike geben, bullischen Spike geben, den ich allerdings nicht kaufen würde, sondern ich würde tatsächlich hier überlegen, in solch einen Spike auf die entsprechende Price Action vielleicht sogar einen aggressiven Short einzustreuen. Das heißt also, auch im Eurocut zum Beispiel, dass man beobachtet, wie verhält sich der Markt eigentlich bei solchen Spritzern auf der Oberseite. Also wenn er im Fall des Euro-US-Dollars zum Beispiel über die 1,13 schießt, und er schafft es aber nicht, weiteres Moment aufzunehmen, dass man zum Beispiel versuchen würde, dann auf der hier von der Stunde dominierten Zeitebene zum Beispiel auf die 5-Minuten-Ebene zu gehen und versucht dann solche Erschöpfungszeichen auf der 5-Minuten-Ebene, zum Beispiel anhand von Reversal-Kerzen oder sonst dergleichen, dass wir eben dann versuchen, solche Spikes eben aggressiv antizyklisch zu handeln und entsprechend solche Breaks, man sagt dann zu faden. Also das heißt, in solch eine Aufwärtsbewegung eben tatsächlich versuchen, eher einen aggressiven Short einzustreuen. Das heißt nicht, dass man da blind einfach reinspringt, sondern dass man sich genauestens auch die Kerzenstruktur jeweils betrachtet und dergleichen Price Action in Betracht zieht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ich eben glaube, dass selbst bei solch einer hawkischen Haltung vieles bereits eingepreist sein dürfte im Euro. Und wie gesagt, Eurocut müsste man mal abwarten, ob es überhaupt gelingt, die 52, 70, 53er Region anzulaufen. Könnte mir auch denken, dass wir zum Beispiel Eurocut hier zwar noch mal kurz über die 52 schauen, also dass der Markt vielleicht hier einen kurzen Spike noch mal hinlegt, aber dass es zum Beispiel für die Hochs gar nicht mehr reicht, wo ich auch solch einen Spike genauestens beobachten würde, den man dann vielleicht überlegen könnte zu shorten. Euro-Austral-Dollar bliebe mal abzuwarten. Also da wäre es zum Beispiel so, da müsste noch nicht mal noch mal ein altes Hoch angelaufen werden. Wäre da zwar denkbar, aber wenn man sich überlegt, dass wir von diesen Hochs uns jetzt mittlerweile schon bereits fast 400 Pips abgestoßen haben, kann durchaus sein, dass es noch mal einen recht aggressiven Spike noch mal gibt, vielleicht auch zurück in Richtung der 1,50er-Region, aber dass wir von dort dann eben entsprechend doch aggressiver verkauft werden. Ja, das wäre also genau das, wo ich sagen würde, bei der hawkischen Haltung seitens der EZB, also sprich Thematisierung, Stück weit Reduktion der Anleiheaufkäufe, Zinsanhebung vielleicht sogar vor Ende des QE-Programms, blablabla, also alles, was irgendwie in diese Richtung geht, könnte es eben kurze Spikes nochmal auf der Oberseite geben, von denen ich aber nicht ausgehen würde, dass sie nachhaltiger Natur sind, sondern dass sie eben größtenteils eingepreist sind und dass der dann entsprechend in solch eine Bewegung eher nochmal, oder nicht eher nochmal, sondern dann eher verkauft wird, dass man versucht, in solche Spikes sich vielleicht auf entsprechende Erschöpfungszeichen auf ganz untergeordneten Zeitebenen dann aggressiv short zu positionieren. Und so, das bedeutet also etwas anders formuliert, wenn wir jetzt die drei Szenarien zusammennehmen, bekommen wir eigentlich immer ein verhältnismäßig bärisches Euro-Szenario. Also ich würde tatsächlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Euro US-Dollar als meistgehandeltes Währungspaar morgen nach Marktschluss unter der 1,12 notieren, ist verhältnismäßig hoch. Also das wäre jetzt so eine kleine Wette, die ich abschließen würde, wo ich sagen würde, soweit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Natürlich, die Frage ist immer, wie versuche ich das zu handeln? Das ist natürlich keine Handelsbasis, auf der ich jetzt ein Setup formuliere oder dergleichen sagen, ja, ob unter 1,12 und gut ist, sondern ich brauche natürlich ein handfestes Setup, was ich versucht hatte, hier jetzt auch gerade eben, wie gesagt, zu zeichnen. Und das wäre, wie gesagt, etwas, was ich aus diesen einzelnen Szenarien, wenn ich die einzelnen mal so aufstückel, eben sehe. Wie gesagt, Eurocut ist mein absoluter Favorit in dem Zusammenhang. Könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, Eurocut zu shorten. Müssen wir mal schauen, wie eben ein entsprechendes Setup da vielleicht aussehen könnte. Ich würde mich mal ganz kurz übrigens den Fragen widmen. Falls das Event nicht bearish, sondern eher bullish endet, wie kann man sich dann optimal positionieren? Das ist eine hochinteressante Frage, denn offenkundig ist es ja so, dass ich primär eigentlich die Short-Seite favorisiere. Das heißt also, eigentlich für mich ist das aktuell überhaupt nicht zur Debatte. Also ausgehend von dem Kursverlauf, auch den wir in Euro gesehen haben, fällt es mir einfach hier schwer für den Euro
nach diesem Lauf, der bereits stattgefunden hat, hier auf der Oberseite, mich long zu positionieren. Also, oder ich schwimme es mal um. Intraday könnte man natürlich da vielleicht dann Long-Szenarien formulieren, aber im Devisenbereich zum Beispiel ist es in meinem Trading so, dass die von mir gehandelten Zeitebenen, oder ich bin vom Intraday-Handel größtenteils weggekommen im Devisenbereich. Das ist für mich immer nur so ein bisschen Tingeltangel. Das ist nicht wirklich meins. Also ich persönlich fühle mich mit etwas größeren Zeitebenen, also sprich Stunde oder auch Tagesbasis, im Devisenbereich wesentlich wohler. Und deswegen fällt es mir dann zum Beispiel für den Euro-US-Dollar, aber auch zum Beispiel für den Euro-CAD oder auch für den Euro-Austral-Dollar, nach diesen Läufen, die wir jetzt hier zu sehen bekommen haben, fällt es mir einfach unglaublich schwer, da ein Long-Szenario zu formulieren, weil wir eben schon sehr extensiert auf der Oberseite sind. Plus, wenn ich die Position längerfristig halte, dann hätte ich im euro-kanadischen Dollar zum Beispiel einen negativen Roll. Also bedeutet, ich hole mal ganz kurz hier noch die Webseite von JFD Brokers drauf, dann ist es zum Beispiel so, da muss ich die Position bezahlen. Also klar, Kommission, Logo, aber ich habe eben einen negativen Roll, den ich vermeiden möchte in meinem Trading, besonders bei längerfristigen Positionen. Also auch aus der Perspektive ist es schon mal recht unattraktiv, zum Beispiel Euro-Long zu sein, gegenüber CAD, gegenüber Austral-Dollar sowieso, aber auch gegenüber dem US-Dollar. Und wenn wir auf der Webseite hier scrollen, dann sehen wir das auch entsprechend. Euro-Austral-Dollar zum Beispiel ist ziemlich teuer, den zu halten, diesen Euro-Austral-Dollar-Long zum Beispiel. Euro-CAD ebenfalls, kostet zwar nur die Hälfte, aber kostet eben noch ausreichend. Oder auch aus, Moment, Euro-US-Dollar, wo haben wir einen? Bisschen weiter unten noch. Aber wo ist er denn? Da. Ebenfalls, also ähnlich teuer wie der euro-kanadische Dollar. Und das ist mit einer der Gründe, dass ich bei solch einem bullischen Verlauf dann tatsächlich mich zurückziehen würde. Also ich würde dann Positionierung gar nicht in Betracht ziehen. Auch das wäre ja etwas, was absolut legitim ist. Also ich habe eine Short-Bias für den Euro, ausgehend von diesem Sentiment, welches sich aufgebaut hat, würde den Euro shorten wollen. Wenn der Euro wieder erwarten sich long präsentiert, würde ich das als Absage an meine Einschätzung sehen und würde einfach sagen, okay, dann kein Trade. Das heißt also, das fällt mir aktuell, ganz ehrlich gesprochen, echt schwer, da ein Szenario zu formulieren, welches eine bullische Haltung für den Euro eben tatsächlich formuliert. Dollar-Index eher bearish. Na, das ist relativ schnell und zügig auch erklärt. Warum? Ich meine, Euro-US-Dollar würde man beim Kursverlauf der letzten Tage, Wochen auch eher bullish sehen. So, und wenn wir jetzt wissen, dass der US-Dollar-Index zu 60% aus dem Euro besteht, also das heißt, dieser Korb, gegen den der US-Dollar hier gerechnet wird, 60% Euro beinhaltet, dann ist dieser Kursfall oder dann ist diese folglich bärische Haltung im US-Dollar keine so große Überraschung. Ich muss allerdings auch sagen an der Stelle, ich sehe den US-Dollar hier nach unten relativ stark extensiert. Also auch hier zum Beispiel denke ich, dass sich das Momentum auf der Unterseite ganz klar erschöpft, wie gesagt, wobei ich nicht jetzt willens wäre, US-Dollar aggressiv long zu traden. Also ich will es ganz ehrlich sagen, also US-Dollar steht bei mir in meinen präferierten Assets oder Währungen gegenüber dem Euro, den ich für recht stark überbewertet aktuell erachte, steht er nicht auf der Liste ganz oben. Also da habe ich eher andere Währungen. Da wird der ein oder andere jetzt vielleicht auch schmunzeln und sagen, hey, Moment mal, kanadischen Dollar, ist das nicht eine der schwächsten Währungen 2017? Ja, aber auch da ist die Extension relativ weit vorangeschritten und ich habe irgendwie das Gefühl, dass zumindest mal zeitnah recht scharfe Gegenbewegung sich in dieser Positionierung dann manifestieren könnte. Deswegen, aber der Hinweis, der wäre auf jeden Fall absolut legitim. Euro-norwegische Krone. Müsste ich mir wirklich erstmal ein Bild vor Augen führen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sich der Kursverlauf hier darstellt. Sage ich ganz ehrlich. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, dass wir hier erstmal JFD als richtigen Liquidität oder als richtigen FX-Broker da hinterlegen, von dem wir die Kurse beziehen. Also das Problem ist, ich habe aktuell keine Einschätzung zur norwegischen Krone. Einzig, was ich weiß, ist, dass die natürlich sehr stark positiv korreliert ist zum Ölpreis. Jetzt könnte man über die Ölpreiskomponente Parallelen ziehen zum kanadischen Dollar und könnte ausgehend hiervon sagen, wenn wir davon ausgehen, dass WTI-Brent vielleicht früher oder später nochmal hier ein schärferes
schärfere bullische Action auf der Oberseite sieht, zum Beispiel durch eine weitere Eskalation in Katar, im Nahen Osten, dass der Ölpreis infolgedessen eventuell anzieht, vielleicht nochmal die 50er-Marke anläuft und überwindet, dass das ein zusätzlicher Treiber sein könnte für ein Euro-Knock-Short gegen diese aktuelle Region. Aber wie gesagt, ich bin in diesem Zusammenhang nicht bewandert. Also sage ich ganz ehrlich, so ein Euro-Knock habe ich noch nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Aus rein technischen Gesichtspunkten könnte man natürlich sagen, gut, sieht danach aus, als wenn wir hier zumindest seit Februar begonnen haben, jetzt ganz klar eine Sequenz steigender Hochs, steigender Tiefs eventuell auszubilden. Und wenn wir es schaffen, diese bisherigen Jahreshochs um 9,57 herauszunehmen, dann haben wir auch weiteres Aufwärtspotenzial, was uns locker bis 79 hier führen kann. Aber auch da sind wir wahrscheinlich dann relativ zügig wieder bei einer Roll-technischen Frage. Euro NOC zum Beispiel für eine Long- und auch für eine Short-Position eventuell nicht unbedingt die attraktivste Version. Das sieht man hier. Also, na gut, obwohl eine Short-Position, da kriegen wir tatsächlich ein bisschen was. Aber Euro NOC Long ist eigentlich keine Option. Das ist nochmal deutlich teurer als Euro-Austral-Dollar beispielsweise. Also Euro-Knock-Short wäre vielleicht eine Option, wo ich, wenn ich die Argumentation so wie gerade geführt weiterführe, eben dann auch hier Auflösung eines Sentiment-Extrems wäre, die den Euro unter Druck bringen könnten. Aber wie gesagt, Knock ist, ich bin nicht so bewandert. Norwegische Kröner. Frage nach mehr Daten rund um Bitcoin für den MT4. Soweit ich weiß, ist man da, glaube ich, sogar diesbezüglich dran. Das hatte ich zumindest mal gehört. Ich würde aber dennoch empfehlen, wenn man sich Bitcoins betrachtet bei JFD, dann würde ich, dann würde ich hier mir als Datenbank oder als Datensatz hier GDAX mir anschauen. Ja, das war das, was ich heute früh auch gezeigt habe. Nicht JFD Brokers, wie gesagt, die Kurshistorie ist hier zu gering. Und dieses GDAX ist zum Beispiel, das hatte ich ja auch gezeigt heute früh, das ist ja diese Börse für Bitcoins, wo man zum Beispiel sich auch das Orderbuch dann betrachten kann, wo man zum Beispiel ganz interessante Rückschlüsse ziehen kann. Wo haben wir es denn jetzt? Wie zum Beispiel die Spread-Ausweite oder die Spread-Weite zustande kommt und dergleichen. Also hier, das ist diese Webseite, ja, gdax.com, Trade, Hashtag BTC für Bitcoin minus USD. Aktuell ziemlich tight, das Spread. Ja, also ganz offensichtlich hier jetzt sehr, 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 sehr enger Spread, die man derzeit hier findet. Heute früh hat man es gesehen, lag der bei teilweise $5. Ist natürlich jetzt eine Haupthandelszeit, in der wir uns hier bewegen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir hier weiterhin immer noch ein hochliquides Währungspaar haben oder hochliquides Asset eben entsprechend finden. So, aber das war Thema heute Morgen im Morning Meeting. Wie gesagt, also ich würde mir für eine ausreichende Kurshistorie würde ich mir einfach Guidance hier heranziehen und dann diese GDAX-Quelle eben, wo ich dann entsprechend auch in der Lage bin, diesen wahnwitzigen Kursverlauf, diesen parabolischen Kursanstieg mir anzuschauen. Oh, eine Frage noch zum Bund Future. Und natürlich können wir da auch mal ganz kurz einen Ausblick drauf geben. Ich glaube, sieht natürlich jetzt wieder dramatisch aus. Ja, ganz wichtig, nicht überbewerten. Dieses Gap, was jetzt hier entstanden ist, das ist das sogenannte Rollover Gap. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, der Rollover in den nächsten Kontraktmonat nächste Woche statt, mit dem großen Hexensabbat, sondern der findet immer eine Woche zuvor statt. Und demnach kommt es dann hier entsprechend zu diesen Rollover-Gaps. Das war allerdings kein Rollover-Gap wiederum, das war ein Macron-Gap, das war das letzte Rollover-Gap. Ganz interessant ist übrigens, wir sind damals aus dem Bereich gekommen um 164 ungefähr, und haben tiefer eröffnet, was darauf hindeutet, dass die Zinserwartung damals höher lag
für die Zukunft, als sie es jetzt aktuell tut. Also, dass wir jetzt hier im Bereich um 164 und drüber eröffnen, ist ein Indiz dafür, dass der Markt eigentlich derzeit im Anleihemarkt zeigt, dass er eher eine dovischere Haltung favorisiert. Ja, also das wäre zusätzlich nochmal so eine Komponente, die ich mit einbeziehen würde, wo ich sagen würde, das wäre nochmal ein Argument, welches für eine eher dovische Haltung seitens der EZB spricht. Ja, was ist zu erwarten? Desto dovischer, desto stärker, wenn man so möchte. Ja, bedeutet anders formuliert, also Zielregion 166, 40 im Großen und Ganzen. Ich würde bunt und gerne short sein, wobei natürlich mit einer hawkischen Haltung seitens der EZB-Mario Draghi morgen auf der Pressekonferenz, die sehr wahrscheinlich und zügig auch dieses Gap hier geschlossen würde, dieses Rollover-Gap. Aber Tendenz geht eher dahin, dass wir hier eine Fortführung sehen, der Aufwärtsbewegung, einen Lauf in Richtung 166 und vielleicht sogar Break darüber bis in den 168er Bereich. Also bunt wäre ich vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade geschildert habe, was eher bearish für den Euro wäre, wäre ich in diesem Umfeld tatsächlich eher, tatsächlich long. So, noch eine Frage zu British Pfund, US-Dollar, den ich mir allerdings, wo ich nicht wirklich drauf eingehen möchte. Das hat auch ganz einfachen Grund. Wir haben morgen den Super Thursday, also Super Thursday aus wahltechnischer Sicht mit der Wahl in Großbritannien. Es ist heute Abend so, das habe ich gerade eben erfahren, dass auch für alle GBP-Pairs, also nicht nur GBP-USD, sondern auch Euro, Pfund oder Euro, Entschuldigung, oder Pfund, Austral-Dollar etc., dass hier die Margin-Anforderungen angepasst werden, weil infolge der jetzt dort anstehenden Wahl einfach mal stärkere Volatilität zu erwarten ist. Und das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme im Großen und Ganzen und zeigt auch gleich, wie motiviert ich aktuell diesbezüglich dann bin, hier mich im britischen Pfund US-Dollar positionieren zu wollen. Also alles in allem bin ich schon alleine mit Ausblick auf die Wahl und die Unsicherheit, die dieser Wahl innewohnt und dem Ergebnis, welches eher wahrscheinlich keine absolute Mehrheit für die Conservatives, also die Konservativen, bringt und somit die Verhandlungsposition und die ursprüngliche Motivation von Theresa May, diese Neuwahl aufzurufen oder einzuberufen, eigentlich an dieser Haltung dann nichts ändert, ja, bin ich eigentlich tendenziell British Pfund eher skeptisch. Das, was British Pfund jetzt aktuell allerdings in die Karten spielt, ist ein saisonal sehr starkes Intervall, in das wir hineinlaufen in den kommenden Wochen. Das könnte also das Abwärtspotenzial deutlich begrenzen. Aber alles in allem bin ich British Pfund, US-Dollar oder generell British Pfund, Pairs aktuell eher distanziert gegenüber. Und möchte auch ungern irgendwelche Setups oder dergleichen dafür formulieren, weil ich einfach die Gefahr für starke Kurssprünge und erhöhte Volatilität einfach als zu hoch erachte. Also da sind wir, glaube ich, relativ gut beraten, uns eher an den Events dann rund um die Euro, rund um die EZB bezüglich des Euros so zu konzentrieren. Okay, gut. Dann wäre es das tatsächlich im Zusammenhang mit dem Devisenradar gewesen. Ich muss auch jetzt tatsächlich so ein bisschen das dem Ende zukommen lassen, denn jetzt kommt nämlich das Interessante. Wir werden gleich in einer Viertelstunde nochmal das Vergnügen haben, dann allerdings auf dem Guidance-Desktop von JFD. Und dort werden wir mal ganz kurz noch einen Blick werfen auf die US-Markteröffnung. Das ist nämlich das eigentliche Event, was ich heute abdecke. Wie gesagt, Devisenradar ist normalerweise Chris Kämmerer. Das habe ich übernommen. Und nun geht es zu dem Business as usual wieder los, was in 17 Minuten hier startet, sieht man. Das ist nicht das Morning Meeting, sondern das ist das Bild im Hintergrund, sondern was wir hier haben, ist die US-Markteröffnung. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich habe Chris gut vertreten können und wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Rund um die EZB bin ich mal gespannt, was uns diese eben liefert. Eurocut, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Für mich wird es das auf jeden Fall sein. Wir hören uns sehr gerne morgen im Morning Meeting, 10.30 Uhr. Und dann soll es aus meinerseits gewesen sein. Also wie gesagt, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Morgen 10.30 Uhr hören wir uns zum Morning Meeting oder gleich in einer Viertelstunde zum JFD Live Trading TV. Bis dahin, habt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut, bis dann und tschüss.